Diese Straßenecke in Paris sieht aus wie ein Rollerfriedhof. Auf diesem Gehweg müssen die Passanten um einen E-Scooter herumlaufen. In der französischen Hauptstadt nimmt der Unmut zu über die Elektroroller. Entweder sind sie ungünstig geparkt, behindern Fußgänger und Fahrradfahrer oder verursachen Unfälle. Das Ordnungsamt listet solche Vorfälle akribisch auf. Weil ein freiwilliger Verhaltenskodex offenbar nicht funktioniert, setzt die Bürgermeisterin der Metropole nun auf strenge Regeln. Demnach dürfen die Scooter bald nicht mehr auf Gehwegen geparkt werden und in Parks werden sie komplett verboten. Außerdem sollen sie bald nicht mehr schneller als 20 Stundenkilometer fahren dürfen. Damit soll auch der Boom bei den Verleihern beschränkt werden, die hinter den Apps stecken. Derzeit gibt es rund 15.000 E-Scooter in Paris. Bis Jahresende könnten es 40.000 werden.